Einen richtig fetten Auftritt auf der Vienna Auto Show 2017 hatte Opel mit dem markigen Spruch 7 in 17 kündigt man 7 neue Modelle für 2017 an. Da fallen nicht nur Modellwechsel, sondern auch völlig neue Fahrzeuge rein. Das allererste Modell, das kommt, ist allerdings eine wirklich witzige Modellvariante des kleinen Karl. Los geht's mit dem ersten Auto, das wir auch hier auf der Vienna Auto Show mithaben, mit dem Karl Rox. Das ist die erste Option in Richtung Crossover-Modelle, ein bisschen ein höher gestelltes Fahrzeug, eine rustikalere Optik, die eben für diese Modelle typisch ist, und mit dem starten wir in dieses Jahr. Gefolgt wird das Ganze dann mit unserem neuen Crossland X, eine neue Version eines Crossovers im Kleinwagenbereich, dem Insignia in seinen drei Versionen, die da kommen werden, und dem Grandland hinten nach. Leider waren die anderen neuen Modelle noch nicht zu sehen, aber das GT-Konzept lässt immerhin schon auf ein kleines Sportcoupé hoffen. Dass ein kleiner Sportflitzer tatsächlich kommt, wird von Opel leider nicht offiziell bestätigt, aber man wird sehen, was die Zukunft bringt.